eine Hobbybunker, die auf Cityband senden. Das ist ein großer Unterschied. Bereits 1980 rechnet man mit 1 Million Funkamateuren. Eine stürmische Entwicklung, denn erst 1886 bewies Heinrich Hertz die Existenz elektromagnetischer Wellen. 10 Jahre später, 1896, gelang es dem italienischen Studenten Marconi, ganze 3 Kilometer drahtlos zu überbrücken. 1925 gründeten in Paris Vertreter von 25 Ländern die Internationale Radiounion. Zu dieser Zeit wurde der öffentliche Überseefunk mit großen Sendeleistungen auf Langwelle abgewickelt. Den Amateuren überließ man die, nach damaliger Auffassung, für den Fernverkehr unbrauchbaren Kurzwellenbänder. Und dann die Sensation. 1923 gelang 2 Funkamateuren die erste Überseefunkverbindung auf Kurzwelle mit kleiner Sendeleistung. Heute sind dem internationalen Amateurfunkdienst nur noch schmale Frequenzabschnitte zugeteilt. Dafür allerdings international garantiert. Die große Reichweite der kurzen Wellen erklärt sich aus einer von der Sonne ionisierten Luftschicht, der Ionosphäre. Hier in einer Höhe von 80 bis 800 Kilometer werden Kurzwellen wie an einem Spiegel gebrochen und wieder zur Erde zurückgeworfen. Je nach Stärke und Dichte der Ionisation erreichen Funkamateure mit kleinen Sendeleistungen jeden Punkt der Erde. Wie hier auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin begeistern sie die Besucher immer wieder aufs Neue mit ihrem Hobby. Gesendet wird mit Sprechfunk. Oder in Telegrafie. International festgelegte Abkürzungen der Morsezeichen schlagen freundschaftliche Brücken ungeachtet verschiedener Sprachen. Mithilfe selbstgebauter Fernschreibsender und Empfänger kann man sogar schwarz auf weiß in Funkverbindung treten. Viele Auszeichnungen schmücken das Funkzimmer von Rudi Hammer. Sein Rufzeichen DL7AA. Mit rund 50.000 Funkverbindungen ist er der erfolgreichste Funkamateur auf Kurzwelle in Berlin. Seit 1927 ist er dabei. Viele Freundschaften entstanden. Hier die Bestätigungskarten aus aller Welt, die man sich bei der ersten Funkbegegnung zuschickt. Eine Rarität, die Karte mit dem Rufzeichen König Husseins von Jordanien. Jüngster Funkamateur Berlins ist Frank Lesser, 14 Jahre alt. Mit einer Sondergenehmigung der Deutschen Bundespost, 18 Jahre ist das Mindestalter für eine Lizenzerteilung, durfte er in die Luft gehen. Hier in der Berliner Gropiusstadt hatten die Amateure ihre Antennen und Geräte auf der Straße aufgebaut. Noch immer begegnen viele Menschen diesem Hobby mit Misstrauen und Unverständnis. Überschwemmungskatastrophe in den USA. Funkamateure helfen sofort. Erdbeben in Managua 1972. Die Amateurfunkstation YN1DS leitete erste Rettungsmaßnahmen ein. Am 16. November 1976 empfing Gunter Deutschmann aus Berlin einen Hilferuf aus Jugoslawien. Für ein junges Mädchen wurde ein Medikament benötigt, welches es in Jugoslawien nicht zu kaufen gab. Dieses Mädchen lag in einer Klinik in der Nähe von Belgrad. Ich konnte am selben Tage veranlassen, nachdem ich den Hilferuf aufgefangen hatte, dass das Medikament über die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz sofort nach Jugoslawien verfrachtet werden konnte. Trotz ihrer Hilfsbereitschaft erhalten viele Amateure keine Genehmigung, eine Antenne auf dem Dach zu errichten. Doch ohne sie ist Funkverkehr kaum möglich. Die Hausbesitzer befürchten Störungen des Fernsehempfangs. Die meisten Befürchtungen sind doch völlig unbegründet, denn es ist nur 0,5% Funkamateure, die den Rundfunk- und Fernsehempfang zu Hause stören. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass 60% unserer Rundfunkgeräte, unserer Fernsehgeräte und unserer Antennen zu Hause nicht störsicher sind. Und eben deshalb sollte man den Handel aufsuchen, die Geräte störfest machen, wenn ein Funkamateur in der Nähe ist. Und man sollte im Übrigen dann den Funkstörungsmessdienst der Deutschen Bundespost zur Rate ziehen, wenn man meint, nicht weiterzukommen. Ein noch junges Gebiet des Amateurfunks ist der Funkverkehr auf Ultrakurzwelle. Hier werden Sender und Empfänger größtenteils noch selbst gebaut. Glaubte man vor Jahren noch, auf UKW seien nur Sichtverbindungen drahtlos zu überbrücken, so verhalfen wieder Funkamateure zu neuen, wissenschaftlich genutzten Erkenntnissen.
In der Troposphäre, sie reicht bis in eine Höhe von 10 Kilometer, werden Ultrakurzwellen durch sporadisch auftretende Temperaturunterschiede reflektiert. Hier sind Entfernungen von über 1000 Kilometer möglich. Oscar Zulu 6, Oscar Lima in Kopenhagen, Delta Lima 7. Einer der erfolgreichsten Funkamateure auf diesem Gebiet ist Klaus Neye. Sein Rufzeichen DL7QY. 42 Länder erreichte er bis jetzt auf UKW. Hier eine Funkverbindung mit England. Bravo Yankee. And we're on the northeast coast of England. Auch an Polarlichtern werden diese Funkwellen reflektiert. Allgemeiner Anruf über Meteorschauer von oder an Meteoriten, die in der Erdatmosphäre verglühen. Hiermit können bis zu 2500 Kilometer überbrückt werden. Auch am Ballon befestigte Relaisstationen vergrößern die Reichweite. Und hier das jüngste Experiment, Oscar. Der deutsch-amerikanische Amateurfunksatellit ermöglicht sogar interkontinentale Funkkontakte auf der Ultrakurzwelle. Sogar ihren eigenen Fernsehsender dürfen sich Funkamateure bauen. Hier liegt der Reiz weniger in der Reichweitenüberbrückung als in der Aneignung technischer Kenntnisse. Können Sie hier eine Amateurfunk-Fernsehen-Übertragung sehen? 33.000 Funkamateure gibt es in der Bundesrepublik einschließlich West-Berlin. Sie sind Mitglieder im Deutschen Amateur-Radio-Club. Hier kann sich jeder auch die notwendigen Kenntnisse aneignen, um dann mit etwas Fleiß und Ausdauer die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung durch die Deutsche Bundespost zu bestehen. So, ich habe Ihnen hier mal das Prinzipschaltbild eines... Erst mit dieser Lizenzurkunde und eigenem Rufzeichen dürfen Sie in die Luft gehen. Ob unterwegs oder zu Hause und teilhaben an der völkerverbindenden Idee Amateurfunk. Nun der Bericht von einem